mehrstufige Zufallsversuche. Die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis berechnet man, indem man die Anzahl der günstigen Ereignisse durch die Anzahl aller möglichen Ereignisse dividiert. Verzweigungsregel: Die Summe aller Wahrscheinlichkeiten, die von einem Verzweigungspunkt ausgehen, ergibt 1. Produktregel: Die Wahrscheinlichkeiten längs eines Pfades werden multipliziert. Summenregel: Die Wahrscheinlichkeiten von mehreren Pfaden werden summiert. Ich gehe von einem einfachen Beispiel aus. In einer Schachtel befinden sich 3 gelbe und 5 rote Kugeln. Es wird 2-mal hintereinander ohne Zurücklegen gezogen. A gibt die Ereignismenge an. B: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 rote Kugeln gezogen werden? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine rote Kugel gezogen wird? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine gelbe Kugel gezogen wird? Zunächst schauen wir uns das Baumdiagramm an. Beim ersten Zug haben wir die Möglichkeit, eine rote oder eine gelbe Kugel zu ziehen. Beim zweiten Zug haben wir die Möglichkeit, wenn wir eine rote Kugel gezogen haben, eine rote oder eine gelbe Kugel zu ziehen. Nachdem wir eine gelbe Kugel beim ersten Mal gezogen haben, besteht die Möglichkeit, auch eine rote oder eine gelbe Kugel danach zu ziehen. Als nächstes schauen wir uns die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten der Ereignisse an. Wenn wir beim ersten Mal eine rote Kugel ziehen, besteht die Wahrscheinlichkeit 5 von insgesamt 8 Kugeln, also 5, 8. Anschließend nochmal eine rote Kugel zu ziehen, weil wir die rote Kugel ja nicht zurücklegen, haben wir noch 4 rote Kugeln von insgesamt jetzt 7 Kugeln. Nachdem wir eine rote Kugel gezogen haben, besteht die Wahrscheinlichkeit für eine gelbe Kugel 3 von 7. Im unteren Fall gehen wir davon aus, dass wir zuerst eine gelbe Kugel ziehen. Das wären 3 von 8. Nachdem wir eine gelbe gezogen haben, eine rote zu ziehen, besteht die Wahrscheinlichkeit, wir haben noch 5 von 7 sind rot. Nachdem eine gelbe gezogen wurde, 2 von 7 gelb. Die Ereignisse ist einmal dieser Pfad, rot-rot, dieser Pfad, rot-gelb, dieser Pfad, gelb-rot und dieser Pfad, gelb-gelb. Wir fassen das Ganze in der Ereignismenge zusammen. Die Ereignismenge bezeichnet man mit Omega. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 rote Kugeln gezogen werden? Wir bewegen uns hier auf diesem Pfad. Die Pfadregel besagt, die Wahrscheinlichkeit längs eines Pfades werden multipliziert, also 5 Achtel mal 4 Siebtel. Wir erhalten 5 Vierzehntel und das sind 35,7%. C. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine rote Kugel gezogen wird? Da wird ja nicht gesagt, dass genau eine rote Kugel gezogen wird. Das heißt, wir müssen diesen Pfad mit einbeziehen. Wir haben also 5 Achtel mal 4 Siebtel plus 5 Achtel mal 3 Siebtel plus 3 Achtel mal 5 Siebtel. Wir erhalten 25 28stel. Das sind 89,3%. D. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine gelbe Kugel gezogen wird? Dazu müssen wir diesen Pfad nehmen. Das wären 5 Achtel mal 3 Siebtel plus 3 Achtel mal 5 Siebtel plus 3 Achtel mal 2 Siebtel. Wir erhalten 9 Vierzehntel. Es gibt eine einfache Lösung, indem man 1 minus diesen Pfad wählt. 1 minus die Wahrscheinlichkeit von Rot-Rot. Das ist ja 1 minus die Wahrscheinlichkeit von Rot-Rot, hat man hier schon ausgerechnet, mit 5 Vierzehntel. Wir erhalten 9 Vierzehntel und das sind 64,3%. Zum Schluss möchte ich den ersten Satz hier nochmal überprüfen. Die Summe aller Wahrscheinlichkeiten, die von einem Verzweigungspunkt ausgehen, ergibt 1. Das ist ein Verzweigungspunkt. Das sind die ausgehenden Verzweigungen. 5 Achtel plus 3 Achtel ist 8 Achtel, 1. Hier haben wir noch einen Verzweigungspunkt. 4 Siebtel plus 3 Siebtel, 7 Siebtel, 1. Hier auch. 5 Siebtel plus 2 Siebtel ist auch 7 Siebtel, 1. Zweite Aufgabe. Es wird gleichzeitig mit 2 sechsflächigen Würfeln geworfen. A. Stelle die Ereignisse der möglichen Augensummen in einem Diagramm dar. Wir haben jetzt hier den ersten Würfel, hier den zweiten Würfel. Zunächst haben wir den ersten Würfel auf 1 gesetzt und den zweiten von 1 bis 6 laufen lassen. Dann auf 2, den zweiten wieder von 1 bis 6 laufen lassen und so weiter. Es ergeben sich insgesamt 36 Kombinationsmöglichkeiten. Mit einem Programm habe ich dann die Augensumme berechnet. Also 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 1 plus 3, 4 und so weiter. Diese Augensumme habe ich in einem Diagramm dargestellt. Weil sich viele dieser Fragen hier auf die Augensumme beziehen, ist es übersichtlich. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für einen Sechserpasch? Sechserpasch ist ja, wenn ich zwei Sechsen würfle,
Das ist eins von 36 Möglichkeiten. Wir haben 16,7% Wahrscheinlichkeit für einen Sechserpasch. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens eine 6 zu würfeln? Mindestens eine 6 ist eine 6 oder zwei Sechsen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 und diese 6 Sechsen kommen noch hinzu. Das sind 11 von 36 Möglichkeiten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau eine 6 geworfen wird? Das sind 10 von 36, weil zwei Sechsen ja ausgeschlossen waren. Wir erhalten 27,8%. Welche Wahrscheinlichkeit hat die Augensumme 5? Da hilft uns jetzt unsere grafische Darstellung. Wir haben hier die Augensumme 5. 1, 2, 3, 4. Es gibt 4 von 36 Möglichkeiten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, einen Pasch zu werfen? Ein Pasch ist ja zwei gleiche Zahlen, da haben wir 6 von 36 Möglichkeiten. 16,7%. Welche Augenzahl hat die größte Wahrscheinlichkeit? Das kann man hier sehen. Die Augenzahl 2 kommt nur einmal vor, 3 zweimal, die Augensumme 4 kommt dreimal vor, 5 kommt viermal vor, 6 kommt 1, 2, 3, 4, 5 mal vor und 7 kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal vor. Also 7 hat die größte Wahrscheinlichkeit, 6 von 36, 16,7%. Welche Wahrscheinlichkeit hat die Augensumme größer oder gleich 7? 7 war ja 6 mal, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mal 21 von 36. Wir erhalten 58,3%. Die Wahrscheinlichkeit für eine Augenzahl beträgt ein Achtzehntel. Um welche Augensummen handelt es sich? Wahrscheinlichkeit, wenn ich das mit 2 erweitere, habe ich 2 36. Das heißt, ich habe hier die 3 als Möglichkeit und einmal die 11. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass kein Fünferpasch geworfen wird? P, kein Fünferpasch, da macht man so einen Querstrich drüber, besteht mit 1 minus Fünferpasch. Fünferpasch war ein 36, also 1 minus ein 36. Das macht 35 36 oder 97,2%. Ich füge noch eine Aufgabe hinzu. Und zwar gehen wir jetzt nur noch von einem Würfel aus. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem Würfel, der zehnmal geworfen wird, zehnmal keine 6 zu werfen? Wenn ich mit einem Würfel würfle, habe ich die Möglichkeit, beim ersten Wurf 5 von 6 mal keine 6 zu werfen, also 5 Sechstel. Da die Wahrscheinlichkeit sich bei jedem Wurf nicht ändern, kann ich 5 Sechstel mal 5 Sechstel und so weiter multiplizieren oder kurz 5 Sechstel hoch 10. 5 Sechstel hoch 10 ist 0,1615 und das sind 16,15%. Dritte Aufgabe: ziehen ohne zurücklegen. A. In einer Urne befinden sich drei blaue, fünf grüne und eine gewisse Anzahl roter Kugeln. Wie viele rote Kugeln sind in der Urne, wenn die Wahrscheinlichkeit, zweimal hintereinander rot zu ziehen, 60% beträgt? Zeichne anschließend das Baumdiagramm für zweimal ziehen. N ist die Anzahl der roten Kugeln. Wir haben also n rote, drei blaue und fünf grüne Kugeln, also n plus 8 Kugeln insgesamt. Die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Mal eine rote Kugel zu ziehen, beträgt n rote durch die Gesamtzahl der Kugeln n plus 8. Beim zweiten Mal nochmal eine rote Kugel zu ziehen, ist n minus 1 durch n plus 7. Nach der ersten Fahrtregel, bei dem ja die Einzelwahrscheinlichkeiten auf den Faden multipliziert werden, ergibt sich folgende Gleichung. Die Wahrscheinlichkeit für rot-rot ist n durch n plus 8 mal n minus 1 durch n plus 7 und das sind 60% oder 0,6. Wir stellen diese Formel nun nach n um. Dazu multiplizieren wir mit dem Nenner n plus 8 mal n plus 7 und erhalten n mal n minus 1 gleich 0,6 mal n plus 8 mal n plus 7. Wir multiplizieren n in die erste Klammer, n Quadrat minus n. Dann multiplizieren wir n in diese Klammer, n mal n n Quadrat plus 8n plus 7 in die erste Klammer, 7n plus 7 macht 56 und das Ganze mal 0,6. 8n plus 7n gibt 15n. Wir multiplizieren 0,6 in die Klammer und erhalten 0,6n Quadrat plus 0,6 mal 15, 9n plus 0,6 mal 56 gibt 33,6. Wir subtrahieren die Elemente der rechten Seite. N Quadrat minus 0,6 n Quadrat gibt 0,4 n Quadrat. Minus n minus 9n gibt minus 10n. Minus 33,6
gleich 0. Wir dividieren durch den Faktor von n Quadrat minus 25n minus 84 gleich 0. Das ist aber eine quadratische Gleichung mit p minus 25 und q minus 84. Nach der PQ-Formel ergibt sich n 1 2 gibt minus p halbe 12,5 plus minus Wurzel p halbe zum Quadrat 12,5 Quadrat minus q plus 84. Da der Wert der Wurzel größer als 12,5 ist, entfällt die negative Lösung. Wir erhalten n gleich 28. Es gibt demnach 28 rote Kugeln. Nun machen wir die Probe. Diese Gleichung muss sehr erfüllt sein. N ist 28, also 28 durch 28 plus 8 sind 36, mal 28 minus 1 sind 27 durch 35. Wir halten 3 durch 5 und das gibt tatsächlich 60%. Nun sollte zum Schluss noch das Baumdiagramm gezeichnet werden. Da wir insgesamt hier 28 rote, 3 blaue und 5 grüne Kugeln haben, ergeben sich 36 Kugeln insgesamt. Die Wahrscheinlichkeit, zum ersten Mal eine rote zu zielen, hatten wir gesagt, sind 28 rote von insgesamt 36 Kugeln und beim zweiten Mal sind es noch 27 von 35 Kugeln. Wenn wir bereits eine rote gezogen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, eine blaue zu ziehen, ja 3 von 35 und eine grüne zu ziehen, 5 von 35. Und so weiter. Danke fürs Zuschauen.